herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. So, und da bin ich wieder. Ich bin ja wirklich gespannt, wie lange dieses Video geht. Ich dachte, wir sind schon bei der dekorativen Kosmetik gelandet. Nein! Nur ganz schnell möchte ich euch zeigen, weil die habe ich euch schon öfters gezeigt und auch gerade im Hangout mit der lieben Nadine. Ja, da war doch, das war mir das Glück hold mit meinen drei liebsten Masken von März Spezial. Die Eva Schaummasken, so heißen sie. Und das ist hier die SOS Hautglätte. Das ist einer meiner Favoriten. Dann die blaue ist auch wunderbar. Ich glaube, die hat sich auch die Nadine mitgenommen. Feuchtigkeitseffekt, Hydro-Effekt, SOS Hydro-Effekt, SOS heißen sie alle. Und dieses ist eben auch nochmal mit Ginkgo und Vitamin E. Und okay, ich zeige euch mal eine. Man schüttelt sie so ein bisschen. Diese kleine Dose ist für 8 Anwendungen gut. Und, okay, habt ihr gesehen? Ich habe nur kurz drauf gedrückt. Und was da für ein Mega-Bollo rauskommt. Oh Leute, ja, wohin jetzt damit? Das Entscheidende ist, dass man wirklich, hört ihr das Knistern? Das so auftupfen sollte auf der Haut und wartet und dann prickelt das so ein bisschen und das gibt diesen Erfrischungseffekt. Das verdunstet dann auch nochmal und ist kühl und zieht rasend schnell ein und nicht gleich diese Schaumblase so einreiben, weil dann habt ihr eben diesen Frische-Effekt von dem Schaum, dieses Blubbern und Knistern, das habt ihr dann eigentlich verschenkt. Also insofern, das war jetzt die Rosa, ne? Die riecht gar nicht mal so, wie ich das besonders gerne mag. Auch eher so ein bisschen kräuterig. Also die gelbe und die blaue, die riechen, finde ich, besser. Und auch da ein Tipp von mir. Die gab es früher bei eigentlich überall. Inzwischen gab es sie dann nur noch bei Rossmann und dann gab es auch nur noch die gelbe. Das hat mir dann ja gereicht. Diese hier haben wir im Müller gefunden, und aber eben in Süddeutschland. Mittelsüddeutschland. Bei uns gibt es sie im Müller nicht. Aber es gibt sie auch bei Aporot. Also kann man sie da bestellen und dann kann man sich austoben. Es gibt, glaube ich, noch ein paar mehr Sorten davon. Ich glaube, wir kommen jetzt noch zu ein paar alten Lieblingen von mir. Und zwar, damit hätte ich nie gerechnet. Ganz, ganz lange war diese Multi-Action von Essence, Blackest Black, mein absoluter Favorit für die Basismascara, nenne ich das jetzt mal. Also hier so ein super Bürstchen, mit dem ich klarkomme, die einfach alles macht, gut trennt, ein bisschen Volumen gibt, ein bisschen Schwung und ein bisschen Länge. Alleine reicht das erstmal so aus, zweimal aufgetragen, ist für den Alltag gut. Bin ich damit für den Alltag ganz zufrieden. Aber ich habe eine noch schönere Kombination gefunden, beziehungsweise es hieß lange Zeit, dass die aus dem Sortiment geht, und dann habe ich sie gebunkert und siehe da, sie ist doch noch erhältlich. Auf jeden Fall hat mich die Liebe spät erreicht, die Essence Princess, die Orange, ihr kennt sie alle, die leicht gebogene Bürste hat, mit denen ich wirklich ganz gut klarkomme auch. Und wo ich dann erst den Bogen nach oben und dann nachher für den Schwung nochmal den Bogen nach oben mache, das geht ganz wunderbar. Habe ich auch heute drauf, zeige ich euch gleich nochmal näher, aber um das Ganze zu fixieren und wenn ich noch ein bisschen mehr Schwung haben möchte, der vor allen Dingen auch sehr, sehr lange hält, dann nehme ich von Maybelline die Lash Sensational, und die ist wirklich gigantisch. Also das hätte ich nicht gedacht. Wenn ich so richtig BAM haben möchte und ausgehen möchte, dann mache ich dazwischen noch eine Volumenmascara, also drei. Aber
Ich mag eigentlich diese, das ist, die ist ja bekannt dafür, dass sie so auffedert und die sehr, sehr gut trennt. Und das mag ich eigentlich gar nicht so, so gerne, weil dann habe ich so, ja, so Bambi-Augen. Das ist nicht mein Favorite. Aber was bei ihr wirklich der Fall ist, sie ist auch gebogen und sie hält den Schwung sehr, sehr gut. Ja, kann ich nur empfehlen. Auf die kann man sich den ganzen Tag verlassen. I like, I like, I like. Wunderbar. Würde mich mal interessieren, was da so eure Favoriten sind im Moment. Oder ob ihr da was Neues habt oder schon seit Jahren einer Sache treu. Das finde ich immer ganz, ganz spannend. Ebenfalls im Hangout. Und dafür liebe ich ja YouTube und auch Favoritenvideos, Markenvorstellungen, Hauls, die gleich ausprobieren von Essence, die All About Nude. Und ihr seht, ich habe sie wirklich auch schon eine ganze Zeit lang hier benutzt, denn die haben nur bis auf diesen Ton, der ist sehr schimmernd, relativ matte bis so ein bisschen seidig satinierte Farben. Und die kann ich wirklich nur empfehlen für diesen Preis. Also das ist der Wahnsinn für. Ich habe natürlich auch, ich habe nicht natürlich, ich habe auch die Naked 1 und das ist sonst bisher immer mein quasi, ja, Go-To gewesen mit matten, natürlichen Lidschatten, schöne Töne und so weiter. Aber ich muss sagen, die ist jetzt nicht in den Tönen komplett ähnlich, aber absolut vergleichbar und für den Preis einfach unschlagbar. Gerade für Schminkanfänger, super gut pigmentiert, auch für das reifere Lid. So ein bisschen seidig, trocknet nicht so aus. Kann ich nur empfehlen. Und die habe ich euch auch schon im Hangout gezeigt. Jetzt, dann, da gehen wir dann doch schon ein bisschen in den Herbst. Ich stöber nicht allzu häufig in den LEs in der Drogerie herum. Aber dies hat mich geradezu im Regal angesprochen von Catrice. Diese drei. Dieses Trio. Und die sind einfach hammermäßig pigmentiert. Das sieht man hier auch schon. Haben leichten Schimmer. Aber wenn ich das jetzt auf die gecremte Hand mache, dann wird man das sehen. Das ist, hier wird es dann so ein bisschen bräunlicher und hier eben auch geht es ins Tobige, je nach Tob. Das sind gebackene Lidschatten und ja, Deluxe. Schaut mal, ob es die vielleicht noch irgendwo gibt oder ob die vielleicht, ja, dann doch auch ins Standardsortiment kommen. Also die haben mir richtig gut gefallen jetzt. Und die liebe ich wirklich, weil das sind mit die ersten, die matte Lidschatten gemacht, matte Blushes rausgebracht haben. Wirklich mit, wirklich matt und nicht einem Hauch von Glitzer dabei. Und da habe ich mich tatsächlich auch anfixen lassen in der Farbe 110 Legendary. Die auch, wenn man sie im Fändchen sieht und auch in der Kamera jetzt hier extrem lila rüberkommt und wäre absolut nicht mein Beuteschema. Sehr, sehr pink dann auf der Hand. Und wenn man es wirklich so aufträgt, auch da sehr, sehr pink. Aber wenn man, ich trage es jetzt hier so ein bisschen auf den Apfelbäckchen, wenn man nur einen Hauch davon nimmt, dann ist das, und das denke ich, wird noch stärker sein, wenn ich wieder blasser bin, so ein winterfrischer Spaziergang oder ja, von draußen wieder reingekommen rot. Und das finde ich richtig, richtig toll. Also hätte ich nie gedacht, die beiden zusammen sind auf jeden Fall schon meine Favoriten für den kommenden Herbst. Und natürlich muss ich, wenn wir jetzt beim Rouge gelandet sind, sagen, dass auch, nein, ich muss zurückgehen. Sorry, 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 weil immer wenn es Herbst wird, hole ich wieder zwei absolute Lieblinge hervor von MAC. Und da muss ich euch eine ganz, ganz große Empfehlung aussprechen, denn die liebe Nadine, ich habe sie ja jetzt für ein Tage besucht, letzte Woche, und wir haben zusammen unsere MAC-Lieblinge, Lidschatten, gegenseitig vorgestellt. Also wir haben nicht gewusst, was in den Beutelchen drin sind, und ich habe die von Nadine gezogen und sie hat meine gezogen. Das war sehr, sehr spannend und wir sind fast sogar auf die gleiche Anzahl ungefähr gekommen und hatten auch einige doppelt. Auch im Sommer jetzt noch sehr, sehr gerne einfach zu den blauen Augen. Wunder, wunderschön. Expensive Pink getragen. Ich mache das mal hier mit diesem Finger.
Es ist so ein, ja, Bronzeton, der auch ein bisschen Gold drin hat und eben auch ein bisschen Pink. Eine ganz, ganz tolle Farbe. Trage ich heute auch. Wunderschön. Und jetzt zum Herbst wieder. Und dazu habe ich euch auch schon mal einen Look geschminkt. Ich glaube, heute kann ich sehr viele Videos verlinken. Ist das der allseits bekannte Cranberry. Auch in einem Frostfinish, was bei MAC ja immer bedeutet, dass sie so eben so einen extra Schimmer nochmal haben. Hier, Wahnsinnsfarbabgabe natürlich. Und um den bin ich lange rumgeschlichen, den habe ich hier so ein bisschen im Crease reingesetzt, weil, ja, ich dachte, es ist eine Modefarbe und so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ah, das ist ein Klassiker, immer wieder. Und die beiden zusammen kann man auch wunderschön tragen. Und ja, schaut unbedingt bei Nadine vorbei. Da seht ihr mehr von meinen MAC-Lidschatten-Lieblingen und auch ihre. Und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also die beiden auf jeden Fall, den auch im Sommer. Und der kommt jetzt auch zum Herbst, Winter hin wieder. Wisst, ich bin ja schon hauptsächlich doch auch sehr, sehr Naturkosmetik begeistert. Und da, wo ich es kann, versuche ich es umzustellen oder beziehungsweise dem immer den Vorzug zu geben. Oft kommen sie in vielen Bereichen noch nicht der klassischen Kosmetik hinterher, aber das ist ja auch eine Sache, wie man sich dafür entscheidet. Was ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen kann, ist von Terra Naturi. Und ihr seht, da habe ich einen Hit the Pan. Und das nicht gerade wenig. Und zwar ist das die Farbe Natural Bay Beige 02 und ja, die riechen auch richtig, richtig klasse. Ist mit ja, Lavasteinpulver sehr, sehr fein vermahlen und nährt die Haut noch mal ganz, ganz wunderbar. Mineralisch trage ich heute auch und ja, absolute Empfehlung ist die Terra Naturi Eigenmarke von Müller. Gibt es also nur dort. Dann, und den, glaube ich, habe ich euch schon bestimmt 3 oder 4 Mal in die Kamera gehalten, von Lavera Soufrage Mineral Rouge Powder. Und da werdet ihr euch jetzt wundern, in einer Farbe, die eher so ein bisschen, ja, doch orange auch ist. Und das ist das Lovely Peach 03. Da sind immer unten dann die tollen Pinsel, also auch perfekt für unterwegs mit dabei. Und den nehme ich jetzt, wenn ich noch etwas blasser werde, auch durchaus als Bronzerersatz. Das heißt, ich gehe dann einfach hier mit rüber und habe dann sogar auch schon eine kleine Kontur oder gehe da auch so ein ganz bisschen Hauch all over mit, weil das gibt dann so leicht das, was man sonst beim Bronzer nicht möchte, diesen gelblichen Ton, einfach nur so eine Gesamtfrische und das reicht mir dann schon. Und dann setze ich dann mit dem Bärenton oder aber eben auch im Sommer habe ich sehr gerne getragen, Naughty Girl, auch von Essence, das Blush auch komplett matt. Viele mochten es nicht zerstören, weil es hier diesen schönen Anker hatte und es ist eine ganz, ganz tolle Farbe. Ist auch sehr, sehr, ja, orange-pink, aber matt und ja, je nachdem, wie man es aufträgt, finde ich, sieht es wunderbar aus. Als Highlighter muss ich wieder zeigen, auch einen meiner Lieblinge von Lavera. Damit weiß ich, habe ich auch schon einige angefixt. Das ist eine cremige Konsistenz, ihr seht es. Den gibt es eben einmal so in diesem Moon Dust. Da ist er so ein bisschen weißlicher. Und dann gibt es auch noch mal einen anderen. Da weiß ich jetzt gerade nicht, wie der heißt. Heißt dieser denn überhaupt so? Dieser heißt Peachy White. Und der ist, das seht ihr, ganz, ganz zart. Und wenn man den auf der Haut verteilt, dann ist das wirklich nur so ganz, ganz leichter Schimmer. Und ich muss sagen, ich habe neulich gerade eine Freundin wieder so ganz natürlich, einen ganz natürlichen Look geschminkt und wir saßen zusammen im Auto und ich glaube, sie hatte noch nicht mal, also keinen Lidschatten, nichts, einfach nur ein bisschen Wimperntusche, ein bisschen Puder, ein Hauch Lippenstift drauf und dann hatte ich ihr eben hier so auf die Wangen, aufs Jochbein ein bisschen diesen Schimmer gegeben und es war so Dämmerung und sie sah so strahlend aus, das war der Wahnsinn. Gerade für so einen natürlichen Look ist es super, dann auch mal mit einem Highlighter zu arbeiten. Da kann man alles andere weglassen. Ich war komplett begeistert. Sie natürlich auch. Und ein neuer Schatz ist eingezogen und ich muss sagen, ich habe ihn geschenkt bekommen. Ich bin selber lange, lange drum rumgeschlichen und alle kennen ihn, den Mary Lou Minimizer
Den Mary Lou Manizer. Mary Me Lou Lamy. Ich kann das immer nicht aussprechen, aber ihr kennt ihn von The Balm. Und da gibt es ja auch drei, vier verschiedene Töne. Und dieses ist so dieser leicht rosige, rosig-goldene, also etwas wärmer als der Lavera eben. Und der ist pudriger. Da bin ich jetzt eben einmal richtig fest reingegangen. Der ist schon ganz schön intensiv. Aber man sieht ihn da jetzt, wenn ich den jetzt verreibe, dann ist er ähnlich zart. Hier seht ihr den Lavera und hier den Luminizer. Dann kann er ähnlich zart sein und ich trage ihn heute auch im Gesicht und ich finde ihn wunderschön. Vielen Dank nochmal, da habe ich mich sehr, sehr, sehr zu gefreut. Ja, ihr Lieben, ich denke, wir sind fast am Ende. Es kommt mir doch relativ lange vor. Und ja, ich zeige euch als letztes nur ein Lippenprodukt und es ist von Lavera die Glossy Lips. Und es ist ein bisschen eine Hassliebe, muss ich sagen, weil, und da finde ich, hinkt Naturkosmetik leider noch ein bisschen nach. Es ist eine wunderschöne Farbe. Ein toller Glanz, der auch nicht klebt, überhaupt nicht, aber er vergeht einfach so, so schnell. Ich hatte ihn im Laufe des Videos einmal nachgetragen und ihr habt es vielleicht bemerkt. Schon alleine durchs Reden, der ist so, so leicht und dadurch, dass er eben nicht klebt, ganz, ja, nicht besonders haltbar. Also, so für so Zwecke wie Fotos machen oder ist der ganz okay, aber wenn ihr jetzt den ganzen Abend euch darauf verlassen wollt und auch vielleicht was essen wollt, dann ist der etwas schwierig. Aber wer gerne Naturkosmetik bevorzugen möchte, der kann auf jeden Fall sich diesen einmal anschauen. Ja, ihr Lieben, das war es jetzt aber wirklich und ich habe mir, glaube ich, den Mund fusselig geredet. Ach nein, eine Sache wollte ich euch noch unbedingt zeigen und zwar habe ich sie mitgebracht von der Ostsee und ich mag das sehr gerne, wenn ich unterwegs bin und ja, mir fehlt dann da irgendwie gerade die Kuscheljacke oder sowas. Mir fällt was ins Auge und die ist mir ins Auge gefallen und ich dachte so hier mit den Tampen und so weiter und es ist eine wunderschöne Qualität, total kuschelig, ist eben so ein Hoodie mit Reißverschluss. Meins. Und die Farbe fand ich auch richtig, richtig schön. Ja, und das ist Nakitano und das scheint irgendwie im Moment die Marke zu sein, die irgendwie alle tragen. Denn ich war ein bisschen enttäuscht. Es gab sie dann auch hier und es gab sie auch im Sauerland. Und ich glaube, ich habe da noch den einen oder anderen mit angefixt. Jedenfalls ist das auch ein absoluter Sommer-Herbst-Favorit. Und damit werde ich jetzt dieses Video beenden. Ich hoffe, ihr seid noch dabei geblieben. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen über einen lieben Kommentar oder auch einen Daumen hoch. Ich grüße euch ganz herzlich, lasst es euch gut gehen und bis ganz bald. Eure Betty. Bye!